Melodien vom unvergessenen Robert Stolz. Da streikst du grad, lass mich hinein, du schlanke, schmale Mal, in die Zentrale, du hast mich am Draht. Wenn ich in deine
nicht, vergiss mal nicht. Ja, die ganze Welt machst du süße Frau, so blau, so blau, so blau. Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde. Vor meinem Vaterhaus steht eine Bank. Und wenn ich sie einst wieder finde, dann bleib ich dort mein Leben lang. Dann wird die Linde wieder rauschen, ihr liebes altes Heimatlied. Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen, das oft in Träumen heimwärts zieht. Mein ganzes Herz wird ihr dann lauschen. Wer weiß, wann das geschieht. Ja, ja, wer weiß, wann das geschieht. Mich einmal betrügen, auch du willst mich einmal belügen, auch du. Drum schwör mir nicht treue aufs Neue, wozu, auch du willst mich einmal betrügen, auch du. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, die hat der Main zusammengebracht. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, in einer Walzernacht. Ein Viertel Frühling und ein Viertel Wein. Ein Viertel Liebe, verliebt muss man sein. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, wer braucht mehr, um glücklich zu sein? Auf der Heide blühen die letzten Rosen, braune Blätter fallen müd vom Baum. Und der Herbstwind küsst die Herbstzeitlosen, mit dem Sommer flieht manch Jugendtraum. Möcht einmal noch ein Mädchen kosen, möcht vom Frühling träumen und vom Glück. Auf der Heide blühen die letzten Rosen, ach, die Jugendzeit kehrt nie zurück. Holde Jugend, holde Jugend, kämst du einmal doch zu mir zurück.
Dankeschön, meine Damen und Herren, und ich bedanke mich bei Friederike Krumm und bei Thomas Hetmer. Das waren übrigens die Preisträger des Franz-Grothe-Preises in diesem Jahr. Das haben Sie vielleicht gesehen, in Musik liegt in der Luft. Dann war dabei Eirin Schier. Edith Prock. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie eben gesagt haben, wenn der so singt, das sieht aus wie der Toni. Es ist der Sohn von Toni Marschall, der Marc. Und dabei natürlich auch Patrick Lindner. Und Sie haben gemerkt, Herr Hauptkommissar Konrad, Ihr oberster Chef hat riesig applaudiert, wie Sie reinkamen, der Herr Ministerpräsident.